Prinz William und Prinzessin Kate, Riesenprivatvermögen? So reich sind sie wirklich. Ein Leben, wie in einem Märchen. Prinz William und seine Gattin Prinzessin Kate wohnen zwar in keinem Palast, noch nicht, doch haben sie dafür den Kontostand eines Royal? Eindeutige Frage an Prinz William, jedoch keine klare Antwort. Wenn Prinz William, 41, und seine Gattin Prinzessin Kate, 41, im öffentlichen Rahmen auf Royal Finns treffen, wollen diese den Thronfolgern nicht nur nah sein, sondern auch das eine oder andere Detail aus ihrem Leben erfahren. So auch der 11-jährigen Amir. Beim Besuch im Community Hub Mossside Millennium Powerhouse in Manchester wollte dieser von William eines ganz genau wissen. Wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto? Ein Thema, vor dem sogar einige Journalisten zu großen Bammel haben, es anzusprechen und das aus gutem Grund. Die Frage allein brachte den Prinzen bereits in Verlegenheit. Gab es denn noch eine Antwort für den jungen Briten? Nein, denn wie Amir gegenüber Hello Magazine berichtete, soll William ihm geantwortet haben, dass er es schlichtweg einfach nicht wüsste. Punkt. So reich sind die Thronfolger wirklich. Punkt. Ob das an den Haaren herbeigezogen ist? Schließlich müsste sich William doch denken können, ohne eine gewisse Summe zu 100% zu wissen, dass er im Besitz einer schönen königlichen Summe ist. Punkt. Durch jährlich öffentlichen Berichte ist jedes Jahr auf neue der Kontostand des Thronfolgers bekannt und spätestens durch das plötzliche Ableben von Queen Elizabeth II.96, im vergangenen Jahr sicherlich nicht weniger geworden. Durch das von König Charles III.75, vererbte Herzogtum Cornwall wurden Kate und William zu Milliardären, da das private Herzogtum und Anwesen mit seinen rund 2.549 Hektar Land in 20 Grafschaften alleine bereits auf rund 1,1 Milliarden Euro geschätzt wird. Punkt. Was glaubst du, weiß Prinz William seinen Kontostand? Klar, aber warum sollte er es auch öffentlich zugeben? 0%, nullter als Prinz hat er für dieses Thema sicherlich Leute, die sich darum kümmern. Privatvermögen von William und Prinzessin Kate kann sich sehen lassen. Laut der letzten Hochrechnung soll der 41-jährige Dreifachvater ein Privateinkommen von rund 6,8 Millionen Euro im letzten Haushaltsjahr bezogen haben. Das klingt schon viel? Eigentlich hätten Prinz Harrys, 39, großen Bruder sogar rund 27 Millionen Euro zugestanden. Punkt. Nachdem der Thronerbe jedoch Mitte des laufenden Finanzjahres in der Familienhierarchie aufgestiegen ist, sind seine Finanzen etwas komplizierter geworden. Aus diesem Grund wird es erstmals nach dem Tod der Queen keinen finanziellen Bericht von Seiten der Royals geben, da laut des Palastes das vergangene Jahr als Übergangsjahr gelten soll. Punkt. Das wird es wohl auch nicht brauchen, um zu wissen, dass die beiden Thronfolger nicht gerade knapp bei Kasse sind, immerhin soll Kates Privatvermögen ebenfalls auf rund 11 Millionen Euro geschätzt werden. Ach, Thronfolger müsste man sein. Prinz William plus Catherine, Princess of Wales. Ärger im Paradies? Diese Minen verheißen nichts Gutes. Nur wenige Wochen vor dem Weihnachtsfest werden der Prinz und die Princess of Wales von der Krone noch einmal mächtig eingespannt. Das Paar empfängt gemeinsam mit König Charles und Königin Camilla Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol und seine Frau Kim Kyung-hee zu einem dreitägigen Staatsbesuch. Doch die Stimmung bei dem Thronfolger und seiner Liebsten scheint alles andere als vorfreudig. Punkt. Es war ein seltener Anblick, der sich den Schaulustigen bei dem Auftritt von Prinz William, 41, und Catherine, Princess of Wales, 41, auf dem Paradeplatz Horse Guards in London bot. Das Paar wirkte schon während seiner Ankunft zum großen Empfang für Präsident Yoon Suk-yeol, 62, und First Lady Kim Kyung-hee, 51, ungewöhnlich angespannt. Insbesondere die Frau des Thronfolgers zeigte eine fast versteinert wirkende Miene und präsentierte sich auch im Austausch mit ihrem Mann erstaunlich distanziert. Prinz William und Catherine, Princess of Wales, erregen Aufmerksamkeit. Ob bei den Waleses aktuell der Haussegen schief hängt? Oder ob es auch der sonst so strahlenden Karte einfach einmal alles zu viel wird? Fragen, die vielleicht auch das südkoreanische Präsidentenpaar beim Anblick des Paares beschäftigt haben dürften. Wie William und Catherine die unangenehme Situation jedoch noch retteten, sehen Sie im Video.